die Sony eine geile Dynamic Range hat. Boah, jetzt habe ich der die Vorfahrt genommen, weil die angehalten hat. Oh, Lacto, Lacto, Lacto. Hey Leute, willkommen zum heutigen Video. Oh Mann, ich war gerade Fotos machen. Hier habt ihr Canon ausgepackt von Brooke. Vielen Dank auf jeden Fall an meine liebe Freundin, die so nett war, mir die Kamera auszuleihen, Spiegelreflex. Ich bin natürlich ein absoluter Noob, trotzdem habe ich im manuellen Fotomodus fotografiert und jeder, der sehen will, wie solche Bilder ausschauen, kann gern bei mir auf Instagram vorbeischauen. Das heißt nicht, dass ihr mich abonnieren müsst, keinesfalls. Einfach mal vorbeischauen für die Fotos. Und ja, eventuell blende ich sie ja hier ein. Okay, ich mache mir die Mühe. Komm, ich will jetzt das ein. Ich mache mir die Mühe und blende sie jetzt ein. Es war jetzt Fotoshooting von der Yamaha XSR 700 auf A2 gedrosselt. Die habe ich bekommen vom Yamaha-Händler, weil ich meine zur Inspektion gegeben habe. Und das Coole an ihr ist, die hat eine Griffheizung. Also ich hätte es echt nicht gedacht, aber als der Yamaha-Händler meinte, hey yo, die hat eine Griffheizung, habe ich mir einen Ast abgefreut. So, wenn du kalte Fingerchen bekommen solltest. Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich glaube gegen 7.40 Uhr und bin ab zum Yamaha-Händler. Zuerst was anderes erledigen und dann zum Yamaha-Händler. Ich habe es nicht geschafft, meine Yamaha zu waschen, meine MT-07, aber ich habe sie vor 2 Tagen per Hand gewaschen. Trotzdem hatte die wie genau dasselbe Phänomen wie diese XSR auch, so Blütenstaub überall drauf. Und es ist ein Riesenproblem, weil, keine Ahnung, ich finde es nicht sehr gut ausschauend, aber sie war gründlich gereinigt, was die Felgen, was die Kette und so angeht, sprich bei der Inspektion sollte es keine Probleme geben. Ich hatte Besonderheiten angegeben bei der Inspektion, der hat mich gefragt, gibt es irgendetwas Besonderes, worauf er achten muss, und ja Leute, ihr könnt mal wieder lachen, ich habe es mal wieder hinbekommen, diesen Kettenschoner vorne, Führer, wie auch immer, Führer, Kettenführer, genau den meine ich, auf jeden Fall den habe ich vorne entfernt, der die Kette vorne leitet am Ritzel, und wollte ihn sauber machen, wie auch bei meiner Honda, und habe ihn bei der Yamaha nicht mehr reinbekommen. Und wer es glaubt, ich bin hingegangen zur Inspektion, habe gesagt, ich habe es rausgenommen, habe sauber gemacht, bekomme es nicht mehr rein, könnt ihr es mir bitte reinmachen? Und er meinte so, ja, kein Problem, wir machen es dir rein, das kriegt der Mechaniker hin. Und mal wieder ein Punkt für mich, top Mechaniker hier. Okay, die Griffheizung ist aus. Ich brauche sie eigentlich gar nicht. Vielleicht auf schwächster Stufe, damit die Griffe nicht kalt sind. Ja, ich glaube, so ist in Ordnung. Und ja, dann bin ich losgefahren. Zuerst zu meiner Überraschung, die Rush Hour ist gar nicht so stark. Ich war relativ zügig da. Ich glaube, ich habe 25, 30 Minuten gebraucht für 10 Kilometer. Das ist echt gut in Stuttgart, also echt, echt gut. Weil ich hatte auch ein bisschen Außerortsfahrt, deswegen war es echt zügiger als sonst, wenn man nur innerorts fährt. Weil für Stuttgart braucht man zur Rush Hour für 3,5 Kilometer eine halbe Stunde. In München bestimmt noch schlimmer, aber in Stuttgart ist schon echt heftig. Deswegen Props zu jedem, der da jeden Tag zur Rush Hour pendelt. Und ja, filtern ist natürlich angesagt. Das war dann mein Morgen, als ich angekommen bin. Ich wurde nett in Empfang genommen. Alles wurde geklärt. Das Mietfahrzeug wurde mir übergeben. Hier, das hier. Das ist ein Leihfahrzeug, weil ich kein anderes Fahrzeug habe. Was gut ist, also dafür muss ich erstmal Motorrad Walz, heißen die, Stuttgart-Möhringen Lob aussprechen, dass die Karre hier Vollkasko versichert ist. Ich habe eine 2000 Euro Selbstbeteiligung. Sprich, ich bewahre, ich hoffe, dass jeder davor bewahrt bleibt, zu stürzen, aber es kann immer passieren, man ist kurz mit den Gedanken weg und dann stürzt man und dann hat man den Salat. Tja, das hätte ich eigentlich gar nicht so lang fassen müssen. Vollkasko lohnt sich, ihr seid versichert, all eure Fehler außer Fahrlässigkeit sind versichert. Und ja, ich finde das Bike echt mega. Ich habe mich draufgesetzt und habe mich direkt wohlgefühlt. Das ist typisch japanisch, kein Scheiß. Also die Maschine hier lässt sich so butterweich fahren. Da würde ich selbst einen Fahranfänger draufsetzen und sagen, hey yo, mach mal den Führerschein mit, weil ehrlich, butterweich zu fahren, butterweich zu schalten, fährt sich einwandfrei. Und wie sieht denn noch mein Tag aus, damit ihr euch das vorstellen könnt, wenn ich mir einen Tag frei nehme für die Inspektion? Es ist relativ simpel. Ich habe Brooke versprochen, sobald sie von der Arbeit kommt, hole ich sie.
und dann fahren wir gemeinsam. Ich hoffe, sie wird den Sozi-Sitz mögen. Und es ist nicht alles. Ich hatte vor, ein paar Motovlogs über die Maschine zu drehen, damit jeder was von hat. Meine Meinung. Natürlich ist es eine sehr, sehr subjektive Meinung. Deswegen, es ist generell ein Problem mit mir. Ich finde es schwer, wenn ich Negativpunkte finde, dann stechen sie mir wirklich ins Auge, die mich stören. Aber ich liebe einfach alle Motorräder, wie Brooke meinte. Ich gehe zum Motorradhändler. Ich so, boah, die Ducati, die wäre so geil. Wäre sie nur nicht so teuer und so wartungsintensiv. Und ja, ich liebe einfach irgendwie alle Motorräder. Dass ein Motorrad nicht Spaß macht, das ist in meinen Augen ausgeschlossen. Ich bin der Meinung, selbst ein Roller macht Spaß. Oh, jetzt bitte nicht angegriffen fühlen, Rollerfahrer, ehrlich. Ich mag Roller. Da mache ich noch ein paar Fotos für Instagram mit der Spiegelreflex von Brooke. Das ist in dem Sinne gut, weil es eine bessere Qualität als die anderen Handyfotos liefert. Handyfotos schauen immer ein Stückchen geiler aus, um ehrlich zu sein, im Vergleich zu den RAW-Fotos von Spiegelreflex. Ich muss aber sagen, die RAW-Fotos, ich lade die bewusst RAW hoch. Ich hätte sie auch in Lightroom bearbeiten können und ein episches Bild hochladen können. Das gibt natürlich mehr Likes und so, aber ich finde, RAW-Bilder haben so einen geilen Touch. Das ist der Wahnsinn. Boah, ich dachte, die biegt jetzt rechts ab. Nur ein bisschen ausgeholt. Alles gut. Die haben so einen geilen Touch. Sie vermitteln mir wirklich ein Gefühl von, als würde ich mich in der Lage befinden. Ich habe ja vor der Ice Delay jetzt Fotos gemacht und das finde ich extrem schön. Dass man einfach, wenn man diese Maschine live sehen würde, dass man genau weiß, wie sie aussieht. Und genau dadurch besticht sie. Dieser Grünton, der kommt auf der Action Cam, mit der ich gerade filme, sicher nicht so geil rüber. Auch wenn die Sony eine geile Dynamic Range hat. Boah, jetzt habe ich der die Vorfahrt genommen, weil die angehalten hat. Oh, Lacto. Damit. Naja, wenigstens habe ich rausbeschleunigt. Das ist nicht gut zu reden. Das war scheiße von mir. Das war blöd, die arme Fahrradfahrerin. Wäre ich die Fahrradfahrerin, würde ich mir denken, ah, was für ein Arsch. Naja, vielleicht sieht sie es doch gar nicht so streng. Hat es schließlich auch angehalten. Jo. Das wird mein Tag gewesen sein und in dem Sinne verabschiede ich mich von dem Video. Ihr könnt euch gerne auf weitere Videos freuen, mich abonnieren. Lasst ein Like unbedingt da. Ich liebe positives Feedback. In dem Sinne verabschiede ich mich. Ciao, Leute.